willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute mache ich einen Hähnchen-Mango-Avocado-Salat und dafür brauchen wir Salat. Welchen Salat ihr nehmt, ist euch überlassen. Ich habe hier gewaschene und abgetrocknete Roma-Salat. Habe ich schon so mundgerechte Stücke geschnitten. Dann brauchen wir eine Avocado, etwas Tomaten, dann solche Mandeln, die sind gehobelt. Hier sind 2 Esslöffel, die habe ich schon angebraten. Dann brauchen wir halbe Gurke, Mango reife und 2 Hähnchenfilets. In meinem Fall sind das Putenfilets. Und als erstes werden wir die Putenfilets halbieren, würzen mit Salz und Pfeffer und dann in ganz wenig Öl von beiden Seiten gar anbraten. Von beiden Seiten würzen. Ganz wenig Öl heiß werden lassen und Hähnchenfilets oder Putenfilets anbraten. Solange das Fleisch anbratet, bereite ich andere Zutaten vor, und zwar die Mango schälen und in Würfel schneiden. Halbe Gurke schälen und auch in Würfel schneiden. Die Avocado auch in Würfel schneiden. Avocado muss reif sein. Schere Tomaten zur Hälfte schneiden. Und als erste Streifen hinlegen. Die Tomaten sind natürlich schon gewaschen. Zweite Streifen kommt Gurke. Dritte Streifen wäre Zwiebel. Rote Zwiebel in Halbringe geschnitten, lasse ich weg. Wer möchte, kann es reintun. Deshalb als nächster Streifen kommt bei mir Avocado. Nächster Streifen ist Mango. Ich nehme natürlich nicht alles. Halbe Mango reicht hier. Putenbrust oder Hähnchenbrust ist angebraten. Die muss abkühlen. Erst dann darf sie auf den Salat drauf, sonst wird der Salat schwarz. Deswegen warte ich noch kurz, bis mein Fleisch abkühlt und mache so lange Dressing für den Salat. Ihr könnt Dressing nehmen, welche ihr gerne essen tut. Ich nehme mein Lieblingsdressing. 3 Esslöffel Olivenöl, da rein 3 Esslöffel Wasser und heute nehme ich solche Gartenkräuter. Das Ganze verrühren, wer möchte, kann noch eine Knoblauchzehe reintun. Abgekühlte Fleisch in Streifen schneiden und neben Mango auflegen. Ich nehme nur ein Filet. Da drauf kommt jetzt Dressing und zur Deckung mit gehobelte Mandeln, die angebraten sind und abgekühlt sind, drauf machen. Das ist halt Deko und gibt so Röstaroma im Salat. In beschichtete Pfanne, aber ohne Öl anbraten, gell? Und beim Braten von Mandeln immer ständig mischen, sonst verbrennt es. Schon ist mein leckerer Salat fertig. So stelle ich das auf den Tisch. Und wenn alle am Tisch sitzen, vermische ich das. Und jeder nimmt sich eine Portion weg. Das ist ein sehr, sehr leckerer Salat. Müsst ihr unbedingt probieren. Das kann man auch zu Abend essen. So essen, das wird sehr, sehr sättigen, oder zum Mittagessen.
zu einem Gericht servieren. Wird auch sehr, sehr lecker schmecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über Daumen hoch freuen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüssle!